Ja, meine Freunde, was geht? Willkommen zu meinem kurzen Spieltagstalk-Video vom Spiel zwischen dem Hamburger Sportverein und Hannover 96 oder wie man auch gerne sagt, im Volksmund der große HSV gegen den kleinen HSV. Was eine Bullshit-Aussage, halt ist schon in den letzten Jahren bei beiden Teams halt eigentlich insgesamt auf einem sehr, sehr ähnlichen Niveau die letzten Jahre immer unterwegs waren, beziehungsweise wir öfter sogar schlechter dastanden als eben Hannover. Gerade als wir noch in der Bundesliga zugegen waren. Ja, also Nordduell und ich habe auch bei einigen gelesen Nordderby, aber sorry. Bei Derby ist halt eine gewisse Rivalität dabei und das ist hier halt nicht gegeben. Das ist halt gerade eher freundschaftlich angehaucht, würde ich eher sagen, weil es ja freundschaftliche Kontakte innerhalb der Fans oder bei den Fans von beiden Vereinen durchaus gibt. Ich glaube, eine offizielle Fanfreundschaft gibt es inzwischen nicht mehr. Korrigiert mich, wenn ich da falsch liege. Aber die Sympathie gegenseitig ist auf jeden Fall noch vorhanden bei mir selber. Also es ist so, dass ich diese Fanfreundschaft halt nie gelebt habe, aber Hannover dann doch eher sympathisch als unsympathisch finde. Und ja, auf jeden Fall war es jetzt das erste Spiel, nachdem man so quasi von den Medien so eine kleine Krise ausgerufen bekommen hat. Und es ging darum, eine Reaktion zu zeigen. Und wir beginnen mal mit der ersten Halbzeit, denn diese Reaktion blieb da quasi durchaus komplett aus. Denn das in der ersten Halbzeit, das war einfach nichts. Da ging kaum etwas nach vorne. Und es lief nicht. Es lief einfach überhaupt nichts zusammen beim HSV. Und Hannover macht dann auch das zu dem Zeitpunkt verdiente 1:0, weil Hannover einfach die bessere Mannschaft war in der ersten Halbzeit. So, deswegen ging das vollkommen klar, das 1:0. War natürlich auch dumm, wie das entstanden ist. Hätte man verhindern können, aber ja. Dann kommt dazu natürlich noch der Platzverweis von Sonny Kittel, der extrem unnötig war, so früh so in die Zweikämpfe zu gehen. Also, ja, sorry. Das war einfach doof. Da war das Weißer bestimmt auch selbst am besten. Und ja, das war dann natürlich noch eine Sache, die uns dann zusätzlich extrem geschwächt hat. Und ja, dann hatten wir diese zwei krassen Chancen am Ende der ersten Halbzeit und davon muss mindestens eine reingehen. Und dann hätte es ein 1:1 am Ende ergeben nach der ersten Halbzeit und dann hätten wir in der zweiten Halbzeit nochmal ein anderes Spiel gehabt. Ja, aber es ist natürlich bitter, dass beide Male der Torhüter direkt angeköpft bzw. angeschossen wird in diesen Versuchen und sie dann halt eben nicht reingehen. Da hätte mehr drin sein müssen. Ja, zweite Halbzeit, das kann ich zu den ersten 20 Minuten nicht allzu viel sagen, denn bei uns ist die Antenne die Satellitenschüssel, der geht's nicht allzu gut und deswegen mussten wir auf Sky Go zurückgreifen und das war so, dass in den ersten 20 Minuten man so gefühlt 3 FPS hatte und dazu meistens noch so ein Bild von so 240p, also sehr verpixelt, dass man halt nicht so richtig viel vom Spiel mitbekommen konnte, sodass es einigermaßen angenehm ist. Deswegen halte ich mich, was Sachen angeht, die da geschehen sind, halt jetzt eher zurück. Ab der 65. circa ging es dann wieder recht gut, sodass man den Rest dann gut gucken konnte. Und ja, was kann man zur zweiten Halbzeit sagen? Sie war, finde ich, deutlich besser als die erste Halbzeit. Denn wir waren, obwohl wir in Unterzahl waren, halt dann das Team, was den Ton halt quasi angegeben hat. Und auch das Team, das einzige Team, was dann auch wirklich Chancen gehabt hat. Denn ich fand's halt, es war halt wirklich so, dass Hannover zwar am Ende gewonnen hat, okay, aber ich finde tatsächlich, dass die Niederlage, beziehungsweise dass der Sieg für Hannover doch eher unverdient war. Und das sage ich jetzt nicht, weil ich ein schlechter Verlierer bin, auf keinen Fall. Denn wenn ein Team besser spielt als der HSV, dann hat's den Sieg verdient. Das habe ich schon oft genug halt auch gesagt in diesen Talk-Videos, wenn wir halt Kacke gespielt haben. Aber hier bin ich halt eben tatsächlich mal nicht unbedingt der Meinung, da halt Hannover 96 gerade in der zweiten Halbzeit selber auch nicht wirklich gut war. Denn hätten sie jetzt so top verteidigt, sodass wir gar keine Chancen gehabt hätten, beziehungsweise halt ja wirklich kaum vors Tor gekommen wären, dann hätte ich gesagt, okay, die haben gut verteidigt, auch wenn wir am Ende nur gestürmt haben und sie halt eben hinten drin standen, wenn wir jetzt keine Chancen kommen, dann haben sie gut verteidigt, dann haben sie den Sieg verdient, aber das war halt hier nicht der Fall, denn wir hatten einige Chancen, halt natürlich schon am Ende der ersten Halbzeit, aber auch in der zweiten Halbzeit, nur scheitert es dann allein an der Tatsache, dass wir einfach zu blöd waren oder der HSV zu blöd war, diese Chancen zu verwerten, denn auch in der zweiten Halbzeit waren da Chancen bei, die drin sein müssen, Terodde, der alleine vom Torwart steht, normalerweise ist das ein Tor. Wenn Terodde vom Torwart steht, das ist so. Nur klar, man kann nicht verlangen, dass jeder Ball drin ist, aber es ist natürlich trotzdem bitter. War eine hundertprozentige Chance, er hätte vielleicht auch nochmal rüberlegen können, dann wäre der Ball sehr wahrscheinlich drin gewesen, aber ist halt nicht passiert. Und es gab halt immer wieder dann diese Chancen, die halt durchaus ein Tor sein könnten, nur waren wir zu doof, die zu nutzen. Deswegen auch mit der roten Karte haben wir heute nicht verloren, weil Hannover 96 so viel stärker war als wir, sondern weil wir so kacke waren, beziehungsweise viel zu wenig aus den Möglichkeiten gemacht haben und eine miserable erste Halbzeit hatten und
Dann aber, wie ich finde, eine optimistisch stimmende zweite Halbzeit in Unterzahl, da dann noch einige Chancen rauszuspielen. Das stimmt mich durchaus optimistisch. So, es war nicht alles scheiße, aber das fünfte Spiel in Folge ohne Sieg jetzt. Also nochmal Glückwunsch an Hannover an der Stelle. Freut mich natürlich auch, dass Hannover da jetzt ein bisschen weiter von den Abstiegsrängen wegkommt, weil da sehe ich sie, will ich sie halt absolut nicht sehen. Weil Hannover halt auch ein Team ist, was für mich vom Namen her so in die Bundesliga gehört. Das nochmal dazu. Glückwunsch an Hannover. Ja, aber was ich jetzt sagen muss, ich würde jetzt nicht mehr Leute kritisieren, die sagen, wir sind in der Krise, weil jetzt haben wir 5 Spiele in Folge nicht gewonnen. Und das als ein Team, was das Ziel hat, aufzusteigen. Und ja, da steckt man jetzt schon in einer Krise, auf jeden Fall. Und ich bin auch tatsächlich jetzt gerade nicht sicher, was man jetzt für eine Einschätzung für die nächsten Spiele geben kann. Da fehlt mir selbst einmal, muss ich von mir selbst sagen, die nötige Kenntnis oder das nötige Wissen dazu. Und andererseits ist es halt einfach verdammt schwer zu sagen. Weil wir können jetzt auch wieder die nächsten 5 Spiele random gewinnen, aber halt eben auch nicht. Das ist halt, finde ich, auf jetzt gerade echt sehr schwer zu sagen, wie die restliche Saison verläuft. Aber was klar ist, dass die Angst sehr groß ist. Denn der HSV hat ja in den letzten beiden Spielzeiten selbst gerade gegen Ende dann angefangen, einfach Kacke zu sein und Spiele nicht mehr zu gewinnen. Und irgendwie ist jetzt die Angst auch bei mir schon leicht da, obwohl ich eher optimistisch immer gestimmt bin, dass man vielleicht jetzt schon viel zu früh in diese Richtung geht. Das ist viel zu früh, das zu sagen, aber diese Angst, sorry, ist einfach da nach den letzten 2 Saisons. Haben uns diese Saisons gezeigt. Und ja, ich hoffe natürlich, dass wir in den nächsten Spielen oder dass der HSV in den nächsten Spielen eine Reaktion zeigen wird und da rauskommt. Denn ja, sonst wird das eine ganz, ganz spannende Saison, wo wir dann am Ende landen werden. Also, das war jetzt meine kurze Einschätzung zum Spiel. Ich hoffe, wir zeigen die Reaktion und wir sehen oder hören uns dann beim nächsten Mal, liebe Freunde. Und ich plane vielleicht noch, um neben diesen Talk-Videos ein bisschen mehr HSV-Content hier bieten zu können. Überlege ich noch einen Tag vorm Spieltag so immer so eine Art FIFA-Prognose zu machen, wo ich einmal das Spiel von FIFA simulieren lasse, so, und dann so ein Highlight-Video daraus zusammenschneide. Mal gucken, ob ich das machen werde. Und auf jeden Fall hören wir uns dann spätestens nach dem nächsten Spiel nächste Woche wieder. Und bis dahin sage ich ciao und Leute, trotz allem nur der HSV.